Hallo, ihr Wookies da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games. Wir sind der Map Alaskan Village auf dem Funwell.eu Server und es wurde schon heftig wieder hier Team abgesprochen in der Runde. Freut mich auf jeden Fall, weil so sind die Siegchancen natürlich deutlich größer. Allerdings kommt in dieser Runde gar nicht mehr so auf Gameplay an. Ich möchte mal wieder Themen ansprechen in der Runde, beziehungsweise eure Fragen oder sowas beantworten. Schon mal zwei Diamanten, das ist doch very nice. Also ihr könnt Fragen in die Kommentare schreiben oder Themen in die Kommentare schreiben, über was ich einfach mal reden soll. Und das werde ich dann machen, wenn es eine gute, ja, was Gutes ist. Und ich möchte heute anfangen mit einer von mir, mit einem von mir genannten Thema eigentlich. Das habe ich ja damals schon mal gemacht, Kommentare bzw. Themen zu diskutieren in Videos. Noch zwei Eisen, jo, läuft bei mir. Aber 7, aber 3, Alter. Aber Essen haben wir auch. Perfekt eigentlich. Nur das Schwert, es fehlt noch. Aber das kann ja noch werden hier. Auf jeden Fall sind die Grundvoraussetzungen für diese Runde echt gut schon mal. So, 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 zack. Gut. Auf jeden Fall das Thema, was ich ansprechen möchte, Gewinnspieler auf YouTube. Also wie gesagt, erstmal nochmal, ihr könnt gerne Kommentare in die Kommentare schreiben, ob ich... Oh, eure Themen, noch ein Diamant, Alter. Eure Themen in die Kommentare schreiben, und ja, das würde mich auf jeden Fall super freuen. Und wenn euch das generell gefällt, dass ich sowas anspreche, einfach und eure... Achso, ich dachte, der hat wirklich Game oder 1. Ja, wenn euch das gefällt, dass ich so eure Fragen, beziehungsweise eure Wünsche, ich weiß nicht, wie ich das sonst formulieren soll, anspreche, dann lasst es mich doch gerne wissen mit einem Kommentar oder mit einem Like oder beides. Ist natürlich noch schöner. Würde mich auf jeden Fall enormst freuen. So, Level 1 habe ich schon mal. Also ich weiß ja nicht, wo der Enchanting Table ist. Läuft auf jeden Fall bei mir hart. Und das, wie gesagt, das erste Thema ist Gewinnspiele auf YouTube. Wahrscheinlich ist es euch auch schon mal aufgefallen, beziehungsweise habt ihr es auch schon mal gesehen. Und ihr könnt auch in den Kommentaren natürlich jetzt mal mitdiskutieren, was ihr davon generell haltet. Level 2, Alter, was läuft bei mir einfach falsch hier. Was ihr davon haltet. Ich bin nämlich davon nicht ganz so überzeugt. Beziehungsweise ich finde es eigentlich scheiße, das zu machen. Weil erstmal ist es verboten, solange, also wenn man Abonnenten, wenn man sagt, nur Abonnenten dürfen teilnehmen oder ihr müsst mich abonnieren, um teilzunehmen, das ist verboten. Lol, leckt der einfach ein bisschen rum. Ja, okay, das war jetzt nicht wirklich schwer, dieser Kill. Der tut mir ein wenig leid, weil der ein bisschen geleckt hat. Aber naja, ist ja nicht mein Job, hier aufzupassen, dass die nicht laggen. Okay, also erstmal ist es verboten. Das kann man jetzt schon mal dazu sagen, aber das ist ja trotzdem nicht meine Meinung, ob es gut oder schlecht ist. Ich sag nur, es ist verboten und das ist einfach Punkt. Das ist so. Da kann man nichts gegen sagen. Und deswegen würde ich schon mal nicht machen, was erlaubt ist, ein Gewinnspiel zu machen, wo man einfach, wo jeder gewinnen kann. Wo jeder gewinnen kann. Ich weiß nicht, auch Kommentar schreiben ist eigentlich schon fast grenzwertig dazu. Weil es Leute auffordert, auf dem Video zu interagieren. Und das ist ja auch was Positives für den Kanal. Deswegen, auch da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das klar geht, ob man das machen darf. Also, da würde ich auch schon aufpassen. Also, ich muss jetzt mal hier irgendwie ein bisschen Essen klären. Zumindest meine Brote craften. Das wäre schon ganz toll. So. So, 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 zack. Gut. Also, es ist verboten, wie gesagt, Leute dazu aufzufordern, mich zu abonnieren. Und dafür können sie dann was gewinnen. Oder dann können sie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das darf man nicht. Was man machen darf, ist halt ein normales Gewinnspiel, wo jeder gewinnen kann. Und das ist jetzt erstmal so. Das finde ich auch gut, weil sonst, keine Ahnung, ich habe es halt so oft schon gesehen, ja, oh, 200 Abonnenten-Special, 100 Abonnenten-Special, abonniert mich, dann habe ich vielleicht 300 Abonnenten nach. Und ihr könnt gewinnen. Das ist, keine Ahnung, dann kannst du dir doch direkt Abos kaufen. Das ist, finde ich, nichts groß anderes. Wenn ich die durch ein Gewinnspiel alle gemacht hätte, wären die genauso aktiv, wie wenn sie durch einen Bot gekommen wären. Weil die Videos interessieren sie ja nicht. Im besten Fall bleiben, also es könnte natürlich passieren, erstmal, dass sie dich deabonnieren nach dem Gewinnspiel. Oder dass die, oh, ein Eisenschwert. 4 Dias, Alter. Bei mir läuft der. Ja, oder dass die einfach danach abhauen nach dem Gewinnspiel. Kann alles passieren.
Nochmal neu. Ja, also es könnte passieren, dass sie sich deabonnieren. Das wäre das Beste, was ihr passieren könnte. Es könnte natürlich auch passieren, dass die da bleiben und ja, einfach dich vergessen. Die haben dich dann noch in deiner, sie sind noch Abonnent von dir. Allerdings interessieren sich null für deine Videos. Dann ist alles toll. Dann hast du es echt geschafft. Weil sie dich einfach vergessen haben, dass sie dich noch abonniert haben und eigentlich würden sie dich deabonnieren, weil sie ja kein Interesse haben. Weil wenn die irgendwie 2-3 Wochen kein Video gesehen haben von dir und von anderen die Videos, dann bist du in deren Abo-Box so weit unten, dass denen das gar nicht mehr auffällt, dass die dich noch abonniert haben. Hier muss doch irgendwo mal der Enchanting Table sein. Jetzt habe ich gefunden, wo der Enchanting Table ist. Ich verzaubere mein Dia-Schwert. Rückstoß 1, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Natürlich, klar. Rückstoß 1 ist was Tolles. Wie geht's denn hier? Ach, hier, genau. Also, das heißt, du bekommst. Hä, wie. Bin ich dumm? Ach, hier. Du bekommst inaktive Abonnenten. Was davon hast, weiß ich nicht. Ihr seht vielleicht eine größere Zahl auf deinem Kanal. Und du kannst dich ein wenig freuen. Aber glücklich wird dich das ja nicht machen, weil stell dir mal vor, das Gewinnspiel wird irgendwie. Es sehen einfach irgendwie ziemlich viele Leute. Dann hast du vielleicht von 100 Abonnenten bestellt nach 1000 Abonnenten. Das sind aber 900 inaktive, beziehungsweise 900, die dich wahrscheinlich danach nie wieder gucken werden, oder zumindest sehr, sehr selten. Und dann hast du die gleichen Klickzahlen, keine Ahnung, vielleicht bei 100 Abonnenten ist, sag ich mal, normal 30 Klicks. Und alle, die mehr haben, das sind entweder Abonnenten, die auf einmal gekommen sind, weil sie vorher einen alten Kanal von dir abonniert hatten und einen neuen gemacht hast, das können natürlich sein. Oder es sind, das ist so der einzige Grund, das könnte ein Grund dafür sein, dass sie so aktiv sind, oder dass vielleicht gepusht wurdest und dann halt mal 100 dazu, 100 gekommen sind, von 0 auf 100 direkt, die dich dann auch noch am Anfang gucken, aber das sind dann häufig aber auch welche, die dich dann früher oder später wieder verlassen werden als Abonnenten, okay. Okay. Okay, ich raste aus, Alter. Oh, Mann, ey. Teams in Survival Games wird das nächste Thema, was ich anspreche. Okay, cool. Lange bei euch läuft, aber 7, aber 3. Und die werde ich irgendwie töten müssen, vermutlich. Wo sind sie denn hin? Naja, okay. Also, ich glaube, ihr habt so im Großen und Ganzen meine Meinung darüber gehört. Es bringt eigentlich. Alter, ich muss so pissen. It's ready. Ditto. Ja, Peter, mal wieder ein qualitativ hochwertiges Kommentar von dir. So. Warte mal, wir könnten natürlich jetzt auch mal eine Eisenschwertplatte craften. So. So. Oh. Und dann haben sie es also nötig, mich beim Craften zu überraschen. Oh Mensch, was sind denn das für Muschis? Ja, nice. Nice. Komm zum Spawn. Jo, wahrscheinlich, oder? So, du bist der Nächste, den ich mir kaufen werde, Alter. Gut. Gut, gut, gut. Bisschen was snacken. Dangai. Okay, am Spawn ist wer gestorben. Ja, dachste, ne? Dachste. Ja, du, dich kaufe ich mir auch noch. Dich hole ich mir einfach auch noch. Das ist ganz easy. Ganz easy going. So richtig chillig. Millig werde ich mir dich kaufen. So. Halbes Herz. Okay. Peter ist abgegangen wahrscheinlich. Ich habe ja gar keine Herzen mehr. Er könnte mich jetzt so einfach töten. Oder ich töte ihn. Oh, hier ging es gar nicht hoch. Ja, wahrscheinlich trifft er mich von hinten, oder was? Ha, GG. GG, mein Freund. Ich würde sagen, ich habe ein Team zerfickt. Oh, yes. So, das brauche ich noch. Hat er Sticks gehabt? Leider hat er keine Sticks gehabt. Schade aber auch. Mein Gott, also. Teamen und dann verkacken. Das sind eh immer so die Liebsten. Naja. Deathmatch müsste beginnen. Deswegen werde ich meinen Po zum Spawn bewegen.
Also ich... Oh, 3 Sekunden, schaffe ich gar nicht mehr. Mist. Ich hätte mir so Galdia-Schuhe noch craften können. Ärgerlich, natürlich, jetzt. Oder schaffe ich das noch? Ich glaube nicht. Also, ja, meine Meinung ist einfach... Oh, Peter ist da. Scheiße. Buddy, join the channel. Scheiße, ich nehme auf. Wer ist denn hier überhaupt? Paul, ne? Ja, hau. Paul, ich habe in der Folge... ich bin nicht in den Aufnahmeschein gegangen. Ich habe in der Folge angesprochen, Gewinnspiele auf YouTube. Was ist eigentlich so deine Meinung dazu? Kannst ja auch mal direkt deine Meinung dazu äußern. Ja. Aber also, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber man soll das auch nicht übertreiben, finde ich. Was meinst du mit übertreiben? Ja, keine Ahnung, dass man jetzt nur Gewinnspiele macht oder so und einfach... Also, du findest es also in Ordnung, raushaut, wenn man sagt, ja, abonniert mich, dafür könnt ihr was gewinnen. Nee, das mit dem Abonnieren nicht, das ist ja, glaube ich, auch verboten, ne? Genau. Aber das war mehr oder weniger so, auch so meine Meinung, ja. Einfach so grundsätzlich ein Gewinnspiel zu machen, dagegen habe ich jetzt nichts. Aber wenn man halt sagt, mach das, mach das, mach das dafür, dann ja. Okay. Dann ja, dagegen. Und ich habe in Alaska ein Village den Enchanting Table gefunden. Da, jetzt wo wir den nie gefunden. Ja, der, wo wir den nie gefunden haben. Und ich habe 4 Diamanten und habe keine Workbench und kann mir jetzt keinen Dings craften. Okay. Läuft. Aber 7. Oh ja. Und der Peter hat ein Diamantschwert. Das ist nicht so gut für mich. Peter. Der Peter. Okay. Peter. Der Lutz Petersen. Okay. Oh Gott, und wie viele leben noch? Hier ist leben noch 3. Ist Deathmatch schon. Ah, okay. Ich laufe im Kreis wie so eine 7. Okay. Okay. Natürlich. So. Optimal. Jetzt muss er zurücklaufen. Läuft bei mir. Oha, der hat 2-mal Fallschaden. Oh, Peter schießt auf mich. Peter. Peter. Hey, Peter. Triff's nicht, Peter. Was ist los bei dir? Was ist da los? Peter noobt ab. Hey, Peter. Peter, aber 7. Oh, nee. Also, bis jetzt war die Folge noch recht niveauhoch. Das Niveau, es war noch nicht ganz Granst. Abranzi Nancy. Aber, jetzt ist Paul da, deswegen, also du kannst noch ein paar schlechte Witze reißen. Du hast noch ein bisschen Zeit. Okay, warte, mir fällt noch einer ein. Ich muss überlegen, muss ein richtig schlechter sein. Was macht ein Pole auf dem Eis? Keine Ahnung. Einbrechen. Der war fast schon lustig. Und nee, der war richtig flach. Und das nicht nur einmal, Alter. Ja, die schlechtesten Witze. Aber Peter, er greift mich an, die 12, ey. Peter, du bist eine echte 12. Och, ich schaffe den Sprung nicht. Was bin ich denn für eine blöde Fotze? Jetzt aber, ey, jo, wahrscheinlich. Peter, du willst mich doch wohl nicht töten, oder? Peter. Ich finde kein schlechter Witz. Das ist nicht so gut. Ja, Peter, bist runtergefallen. Was ist das für ein Rancy Nancy Deathmatch? Okay. Hey, pass auf, schau jetzt her. Schlechte Witze ohne Ende raus. Aber 7? Was macht ein Clown im Büro? Lachen. Nee, Faxen. Okay. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Weißt du den, weil Kartoffelpüree? Ja, ich, immer, ja. Okay. Paul, reicht, ne? Herr Ober, meine Serviette ist schmutzig. Tut mir leid, dann habe ich sie falsch zusammengelegt. Oh mein Gott. Und jetzt das Beste. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Okay. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Helsinki, Alter, der war richtig billig. Der war richtig verkackt gerade gegen Wie Peter. Wie nennt man einen dicken Vegetarier? Biotonne. Treffen sich 2 Unterhosen, sagt die eine zur anderen, warst du im Urlaub? Du bist so braun.
GG, Alter. Geht ein Cowboy zum Friseur, als er wieder rauskommt, ist sein Pony weg. Ach, hat so lange gedauert. Okay, reicht denn jetzt mit so schlechten Witzen? Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mir selber eine Bewertung freuen. Schaut beim Paul vorbei, nämlich der hat einen ganz großen Penis und er würde sich deswegen um noch 2 Likes mehr freuen. Und das hat einfach keinen Sinn ergeben, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wie gesagt, schon das zweite Mal jetzt. Ich würde mich selber ein Like freuen, Paul auch. Und 7, aber 3, aber 12, aber 9, aber... Ich hab ein neues Zahlensystem überlegt, ja? Jede Zahl, wo eine 3 drin ist, oder sie durch 3 teilt... Nee, jede Zahl, wo eine 3 oder eine 7 drin ist, oder sie... durch 3 oder 7 teilbar ist, macht man ein Oder davor. Also 1, 2 oder 3, 4, 5, 6... Nein, 6 ist auch Oder, stimmt. 1, 2 oder 3, 4, 5 oder 6 oder 7, 8 oder 9, 10, 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15. Oder 15 auch, ja. 15 ist durch 3 teilbar. Ja, ja, ja. Okay. Gut, dann hat sich das also jetzt geklärt, wie man diese Problematik löst. Was ist bei 21? Die ist natürlich ja durch die 3 und die 7 teilbar. Ja, da macht man Peter vor, ja? Peter 21. Okay, peter21.de. Okay. Ja, ich würde sagen, nach diesem extremen, exzessiven Dummgeschwätze in diesem Video würde ich mich sehr über 3 Likes oder auch 7 freuen. Deswegen, oder vielleicht auch 30, man weiß es ja nicht. Das war ein Reim. Oder peter21. peter21.de. Der ist natürlich auch in den Kommentaren, in der Beschreibung verlinkt. Natürlich nicht in den Kommentaren. Ich rede noch mehr dummes Zeug, deswegen wird das Video noch länger. Und es wird noch länger dauern, bis ich das Video hochlade. Penis, tschüss.